Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute, du hast es schon gelesen, geht es darum, was die Zeichen dir sagen wollen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dir die ganze Zeit bestimmte Dinge begegnen, dich verfolgen, was auch immer, du bestimmte Träume hast, aber du verstehst nicht richtig, was dir das Ganze sagen soll. Dann bist du hier heute richtig, wenn du dich von einem Stapel angesprochen fühlst. Wie immer, spür rein, welcher dich hier anspricht, mit welchem du in Resonanz gehst. Drück auch gerne nochmal die Pause-Taste. Ansonsten verlinke ich dir die Zeitstempel unter dem Video, genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Hallo, Gruppe Nummer 1, du hast dich hier für die Muschel entschieden und die Orakelkarten legen wir erstmal zur Seite und wir schauen, was möchten die Zeichen dir sagen, was ist jetzt wichtig für dich? Damit das Kind und die Orcas am unteren Deck den Anker und ich möchte noch Zusatzkarten. Da springt oder zeigt sich die Sonne, nochmal der Anker. Die Meerjungfrau, der Baum, die Vögel, die Ketten und die Dame und am unteren Deck nochmal der Anker. Okay. Für mich ist das so eine Energie, was, das hat mir, glaube ich, auch in einem der letzten Stapel, dass es hier noch etwas gibt, woran du dich festklammerst. Deswegen haben wir auch die Ketten hier liegen, was ja dafür steht, sich von etwas loszulösen, sich selbst von bestimmten Ketten zu befreien, die man sich vielleicht auch selbst ja, auferlegt hat, indem man vielleicht ein bestimmtes Ziel hatte und man merkt vielleicht, dass es nicht ganz so der richtige Weg ist und man möchte aber trotzdem daran festhalten. Oder ja, es kann natürlich in unterschiedlichen Bereichen der Fall sein. Wenn ich aber auch hier ja, die Sonne und den Baum sehe, habe ich auch schon wieder das Thema Geduld hier liegen. Und deswegen ist es für mich auch wieder eine ganz starke Kontrollenergie. Also löst dich von der Kontrolle und das ist gerade auch irgendwie ein sehr kollektives Thema und was sich auch jetzt schon öfters gezeigt hat. Also das, was du tun kannst, ist wirklich ja, optimistisch sein. Vertrauen haben, loslassen und der Zeit und den Dingen einfach etwas Raum zu geben. Und ich glaube, ja, dann passieren die Dinge viel schneller und besser, als du denkst, als wenn du die ganze Zeit da sitzt und wartest, bis irgendetwas passiert, bis, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, du sitzt da und wartest auf irgendeine bestimmte Sache, aber dadurch wird das Ganze noch schwerer und unerträglicher und dadurch wird die Ungeduld auch immer stärker. Und die Dame ist ja auch eine sehr passive Energie, in der eigenen Ruhe zu bleiben, eben hier haben wir zwar Stressenergien, sich nicht von irgendwelchen Einflüssen ja, aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern zu erkennen, okay, mehr bei sich zu bleiben, sich ganz stark, und das passt ja auch zu der Meerjungfrau, die sich ja so mit ihren Händen festhält, also bedeckt quasi. Was für mich so die Energie ist, wirklich bei sich in seiner Mitte zu bleiben. Und das ist dann auch eine schöne Energie, eben diese innere Festigkeit zu haben. Also innerer Fokus statt äußerer Fokus. Nicht darauf zu gucken, was ist im Außen los, wie kann ich mich jetzt wieder ablenken, was ist das Nächste, sondern auch einfach mal zu lernen, mit der Stille zu sein. Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft können das tatsächlich nur noch sehr wenige. Mit unserem Handy haben wir nonstop Unterhaltung immer in unserer Handtasche. In unserer Hosentasche, wo auch immer. Und ich glaube, die wenigsten wissen, wie man sich selbst einfach beschäftigt oder wissen gar nicht mehr, wie man einfach nichts tut. Ich glaube, nichts tun ist für viele unerträglich. Und das ist, glaube ich, so das, was man mal wieder so ein bisschen integrieren darf. Und dann schaue ich weiter. Ja,
Behalte es für dich und sei diskret. Das passt auch zu der Meerjungfrau. Und mit dem Oktopus nehme ich auch so wahr, der hat seine Fühler überall und ist, ja, nämlich auch so eine stressige Energie wahr. Das, was ich die ganze Zeit hier auch schon wahrgenommen habe, so wirklich bei dir zu bleiben. Und mal zu beobachten, wann du wieder den Impuls hast, irgendwo was zu kontrollieren, irgendwo zu schauen, wie hat sich da was entwickelt oder ich weiß es nicht, was immer wieder deine Aufmerksamkeit sucht, aber da mal irgendwie zu lernen, dass ja, dich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Vielleicht auch mal so eine Woche ohne Handy, soweit es geht, und sich mal mit ganz neuen Sachen zu beschäftigen und vielleicht einfach mal mehr in die Natur zu gehen und einfach mal, ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich durch den Wald gehe, wie viele einfach am Telefonieren sind und so wenige Menschen können einfach Zeit mit sich selbst verbringen. Ich glaube, das ist irgendwie, das stirbt aus. Aber das erzeugt ja auch diesen Stress, diesen Nonstop sich austauschen, Nonstop Feedback bekommen, Nonstop irgendwie unterhalten zu werden, das ist ja fürs Nervensystem irgendwie total stressig. Und deswegen auch der Anker, was für mich hier ganz stark die innere Stabilität ist, die innere Ruhe. Wenn du das hast, bist du in der Lage, alles im Außen auch an dir abprallen zu lassen. Und ich glaube, das ist gerade so das, was du lernen darfst, eben auch dieser starke Baum mit tiefen Wurzeln zu sein, der auch jedem Sturm standhält. Äußerst kritische Lage, Mut, sich dem Leben zu stellen. Okay. Ja, das wollte ich gerade auch schon sagen. Vielleicht wirst du da gerade noch mal getestet. Und desto weniger impulsiv du auf äußere Gegebenheiten reagierst, desto mehr stärkst du deine Resilienz, deine innere Stärke. Und das ist, glaube ich, gerade, das wird höchstwahrscheinlich jetzt gerade in deinem Leben getestet. Aber im Grunde sind die Themen oder Probleme, die wir haben, immer so groß, wie wir sie machen. Welche Bedeutung wir denen geben, wie sehr wir diese Probleme in den Mittelpunkt stellen und immer wieder darüber reden und das Ganze noch mehr aufbauschen, aber die Dinge zu akzeptieren, anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es auch für jedes Problem eine Lösung gibt. Und ja, das ist, glaube ich, so ein Mindset, was du integrieren darfst. Ja, und eben mit dem Oktopus die Dinge für dich zu behalten. Desto mehr Menschen von bestimmten Problemen wissen, desto größer ist ja auch der Fokus und andere unbewusst verstärken dieses Problem dann auch noch. Das darf man nicht unterschätzen. Tiefe Ruhe, Meditation und Stille. Schon wieder das gleiche Thema. Also jetzt gerade es ist wichtig, wirklich in seiner Mitte zu bleiben, wirklich in der Ruhe zu bleiben und allen Stressfaktoren im Außen so wenig Fokus und Aufmerksamkeit wie möglich zu geben und die ganze Energie für sich zu behalten. Regenerieren, auch eine sehr passive Energie und ich finde das Bild auch interessant. Sie liegt hier und schläft und hier sind auch so ein paar Szenarien und das ist halt auch so, egal was im Außen passiert, sie schläft ja einfach weiter. Das ist genau das, was ich hier die ganze Zeit wahrnehme. Also diese innere Ruhe, diese innere Festigkeit zu wissen, dass du immer in Sicherheit bist, dass ja, dir nie irgendetwas passieren wird, was du nicht überwältigen kannst. Winter ist auch immer diese Rückzugsenergie. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das eine Zeitangabe ist. In den kalten Monaten hilft diese Fee dir hier, deine Wünsche zu manifestieren. Und das ist ja auch wieder in den kalten, in den ruhigen Monaten. As long as your intentions are for the highest. Ja. Solange die Wünsche, die du hast, solange das, was du anstrebst, zum höchsten Wohle aller sind, also einfach eine pure Intention haben, was Positives halt, darfst du darauf vertrauen, dass, ja, ist auch irgendwie so eine karmische Energie. So wie man in den Wald ruft, so schallt es auch zurück. Und darauf zu achten und ja, tiefes Vertrauen ist für mich hier das Hauptthema.
Und Winter, also hier hat es jetzt die letzten Tage sehr stark geschneit, von daher habe ich das Gefühl, ist das ja auch gerade so eine aktuelle Energie. Also jetzt gerade ist wirklich nochmal die Zeit, um innezuhalten, nicht großartig aktiv zu werden, beziehungsweise nicht unbedingt nicht aktiv werden, aber nicht der Unruhe im Außen so viel Gewicht zu geben und sich nicht von den Unruhen im Außen zu sehr ablenken zu lassen. Also da wirklich zu lernen, sich ein bisschen zu distanzieren. Vielleicht, wenn du noch den Mainstream-Medien folgst, da dich vielleicht mal so ein bisschen von abzuwenden und auf deine innere Stimme zu hören. Ja, und bei dir zu bleiben. Projektion, Abwehr der eigenen ungeliebten Seiten, Scham vor eigenen Emotionen, Blick in den Spiegel, Selbsterkenntnis und Akzeptanz. Ja, das ist für mich immer ja, zu reflektieren, was spiegelt deine Umwelt dir denn gerade? Also im Grunde ist das Leben nur ein Spiegelkabinett, weil alles, was uns im Außen passiert oder widerfährt, das hat immer irgendwie auch was mit uns zu tun. Und anstatt auch in die Verurteilung zu gehen oder, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Probleme zu kreieren, mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was zeigt eine bestimmte Person mir gerade? Was kann ich aus einer bestimmten Situation lernen? Weil nichts passiert uns ohne Grund. Das ist einfach so. Und desto mehr wir das erkennen und desto mehr wir das annehmen können und in unserer Ruhe bleiben, desto leichter können wir, glaube ich, auch damit umgehen. Und desto leichter können wir auch da im Vertrauen bleiben, weil das immer Zyklen sind. Das sind immer so wie eine Abschlussklasse oder Schulklassen. Man kommt immer, ja, eine Ebene weiter quasi. Und am Ende gibt es aber immer eine Lernaufgabe, um zu gucken, hast du es verstanden? Bist du überhaupt bereit für das nächste Level? Deswegen, solange wir hier in dem menschlichen Körper sind, werden wir immer diese Lernaufgaben haben, weil es immer darum geht, ja, eine Bewusstseinsebene weiterzugehen und uns weiterzuentwickeln. Dafür sind wir hier. Und desto weniger wir im Widerstand sind, desto mehr wir auch vielleicht so ein Mindset haben und ja, auch diese Probleme und auch diese Herausforderungen, denen wir begegnen, irgendwie als Chance anzusehen, statt in den Widerstand zu gehen und das Ganze zu verteufeln und sich aufzuregen und das fast noch größer zum Überlaufen zu bringen und größer zu machen. Einfach das anzunehmen, gar nicht so viel, ja, darüber zu reden, auch gar nicht so viel andere Menschen da zu involvieren, sondern das Ganze anzunehmen und im Vertrauen zu bleiben. Das ist für mich hier so eine sehr, sehr starke Resilienz-Lernaufgabe. Das Eisenkraut, die Bachblüten Nummer 31, stehen für Ich bin maßvoll. Ja, es ist ja auch dieses Gleichgewicht, alles in Maßen und passt für mich auch hier zu der Ankerenergie, diese innere Stabilität. Schon wieder die Schlummerstunde. Also du siehst, wir haben ja wirklich super viele Energien, die dafür sprechen. Es ist wichtig, bevor du handelst, bevor du mit irgendjemandem über irgendetwas sprichst, nimm dir erstmal einen Moment und geh in die innere Ruhe. Meditier vielleicht, gerade wenn du auch getriggert bist, vielleicht. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Energie, wenn du stark getriggert bist, fällst du vielleicht in dein inneres Kind und dann verhältst du dich auch nicht wie ein erwachsener Mensch. Und gerade solche Situationen, da mal genau hinzugucken, was da eigentlich passiert. Was projizierst du vielleicht auf die Person? Was projiziert die Person auf dich? Und da mal genauer hinzugucken. Starkeeper, kosmische Ahnen. Du siehst das Licht, in dem du geerdet bleibst. Und genau das ist ja diese Energie. Es ist wichtig, du bist auch ein Vorbild, wenn du ja anderen zeigen kannst, dass man auch in schweren Situationen die Ruhe bewahren kann, dass man auch in Herausforderungen ja unterschiedliche Möglichkeiten hat zu reagieren. Und man muss nicht direkt aufbrausend werden. Man muss sich nicht direkt wie ein Kind um sich schlagen und irgendwie sich selbst mitleiden oder jammern. Also all solche sehr emotionalen Energien, die zeigen, dass man irgendwo noch nicht ganz den Frieden gefunden hat. Das ist hier eine super, ja, gute Chance,
das zu transformieren, um diese innere Stärke zu haben. Und wenn man einmal weiß, dass man immer die Fähigkeit hat, den Herausforderungen, die das Leben einem immer wieder stellt, ja, dass man da immer die Stärke hat, das zu überwinden und dass es immer Möglichkeiten gibt. Desto mehr du das erkennst, desto weniger haben dann auch zukünftig bestimmte Themen nicht mehr so die Kraft, dich eben vom Weg abzubringen. Und genau das haben wir ja mit dem Baum. Wenn du einmal dieses Urvertrauen hast, diese starken Wurzeln hast, weißt, wer du bist, weißt, dass du ja immer irgendwie supported wirst, dann bist du hier dieser starke Baum und dann kannst du auch ein Vorbild für andere sein und damit verbreitest du dann auch, ja, kollektiv kann dann jeder damit dazu beitragen, dass diese Welt auch ruhiger wird, dass wir uns nicht mehr so leicht auch ja, aus der Ruhe bringen lassen und triggern lassen und gegeneinander aufhetzen lassen, weil Angst ist schon seit Ewigkeiten einfach das Machtmittel, die Menschen zu unterdrücken, die Menschen zu lenken. Und das zu erkennen und da sich eben nicht von den Ängsten leiten zu lassen, bei sich zu bleiben, ist hier ja einmal die Aufgabe, die ich hier sehe. Und zweitens, wenn man das einmal verstanden hat und integriert hat, hat man diesen, das nimmt dir ja auch keiner mehr. Sei geistesgegenwärtig. Es ist auch noch mal so eine Energie, wo es darum geht, ähnlich hier wie äußerst kritische Lage, schau jetzt genau hin. Schau jetzt genau hin, welches Muster du vielleicht auch wiederholst, wenn es darum geht, dass du getriggert bist, dass die Dinge im Außen nicht so laufen, wie du es dir gewünscht hast. Und wie gehst du damit um? Enttäuschung und Entfaltung. Unzufriedenheit, Täuschung, Ärger, Wut. Zu hohe Erwartungen, Realität erkennen, Dankbarkeit und Verzeihen. Ja. Und das ist wahrscheinlich das Thema. Du hast ein bestimmtes Ziel gehabt, du hast bestimmte Vorstellungen von deinem Leben gehabt und plötzlich siehst du, dass du da doch gar nicht so, da entweder gar nicht ankommst oder dass die Dinge sich irgendwie anders entwickelt haben. Und anstatt da in die Enttäuschung zu gehen, in die Wut, in den Ärger zu gehen, was alles eine tiefe Schwingung hat, zu switchen und zu erkennen, ah, okay, vielleicht hilft mir das genau, um mich zu entfalten, um irgendetwas zu transformieren und wer weiß, wozu das gut ist. Transformation, Verwandlung, Metamorphose, Freiheit, das Licht leuchten zu lassen. Also die Dinge sind wahrscheinlich auch gar nicht so, wie du im ersten Moment denkst. Es wird nur irgendeine alte Angst angetriggert, die bei dir Panik auslöst. Und da in den Momenten erstmal ruhig zu bleiben, sich das anzugucken, auch erstmal sich selbst zu sagen, ich warte jetzt nochmal 2 Tage, bevor ich irgendwie reagiere, je nachdem, worum es geht, da kann man sich schon sehr viel ersparen, weil man dann nach den 2 Tagen in einer ganz anderen emotionalen Verfassung ist und die Dinge dann wahrscheinlich auch ganz anders löst und man merkt dann, okay, vielleicht war es doch nicht so schlimm, wie ich zuerst angenommen hatte. Und da kommt mir gerade diese Geschichte mit dem Bauern und dem Pferd. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das zusammenkriege. Vielleicht kopiere ich das nachher nochmal unter dem Video. Auf jeden Fall geht es darum, weil dieser Bauer hat nämlich dieses Thema hier sehr, sehr schön integriert und wie fing es an? Also irgendwie, der Bauer hat ein Pferd und einen Sohn und das Pferd ist irgendwie an einem Tag abgehauen. Und ja, so war der Bauer pferdelos und alle aus dem Dorf kamen und haben ihn bemitleidet, dass er jetzt kein Pferd mehr hat, der arme Bauer. Und der Bauer sagt nur, ja, ob gut oder schlecht, wer weiß es schon, es ist, wie es ist. Am nächsten Tag kommt das Pferd mit mehreren Pferden wieder zurück und alle im Dorf sagen, ja, du hast es gut, du bist ja ein Glückspilz, bla bla bla. Und der Bauer sagt nur, ja, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Dann am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der Sohn will die Wildpferde trainieren, fliegt vom Pferd, bricht sich ein Bein und alle wieder aus dem Dorf, ja, was für ein Pech kann man haben, der arme Sohn kann jetzt nicht mehr helfen. Und der Bauer sagt nur, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und am nächsten Tag bricht der Krieg aus, alle Söhne werden eingezogen. Und der Bauerssohn kann halt nicht in den Krieg ziehen, weil er ein gebrochenes Bein hat. Und ja, ihr seht, man weiß nie genau, wozu bestimmte Dinge gut sind. Und man kann sich darüber aufregen, man kann aber auch einfach die Dinge akzeptieren.
und im Vertrauen sein, dass alles gut ist, wie es ist. Ich glaube, das ist hier so die Hauptbotschaft. Und je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, ja, versuch irgendwie in der Ruhe zu bleiben. Und wir haben hier dreimal den Anker. Du hast die Möglichkeit, ja, erstmal bei dir zu bleiben. Und es ist auch so, wenn man nicht mit den Problemen direkt irgendjemanden anruft. Man kennt es ja aus, ja, Sympathie steigert dann jeder sich auch noch mal so richtig da rein. Und das Problem wird immer größer und richtig Drama wird daraus gemacht. Und das kann man sich ersparen, indem man das Thema vielleicht auch einfach mal für sich behält. Und wie gesagt, darauf vertraut, dass es dafür eine Lösung geben wird. Und vielleicht ist es am Ende ja genau richtig, wie es ist. Die Magnolie, folge weiterhin deiner Intuition. Du bist auf dem richtigen Weg und kannst andere dadurch inspirieren. Intuition und Hingabe, ja, schon wieder. Intuition, Rückzug in der Ruhe und dadurch wirst du auch andere inspirieren können. So wie du mit deinen Problemen dann umgehst, das wird sich dann wie so ein Dominoeffekt in deinem Umfeld auch ausbreiten und jeder wird dann irgendwie auch in der Lage sein, besser mit Problemen umgehen zu können. Von daher ist es eigentlich eine schöne Aufgabe und ich hoffe, dass, wenn du in so einer Situation bist, dir diese Perspektive vielleicht gerade hilft, das Ganze auch loszulassen. Und höchstwahrscheinlich ist es gar nicht so gravierend, falls du dich davon jetzt getriggert fühlst, weil du der Meinung bist, dass es sehr gravierend ist. Dann wird es wahrscheinlich auch so sein, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es auch dafür eine Lösung gibt und dass auch das aus irgendeinem Grund passiert ist. Und wir verstehen unser Leben meistens nur rückwärts. Aber wie gesagt, das richtige Mindset und die innere Ruhe helfen uns eigentlich in jeder Situation, das Beste daraus zu machen. Okay, so lasse ich das jetzt mal stehen. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Gruppe Nummer 2. Du hast dich hier für den Schlüssel entschieden. Und die Karten legen wir erstmal zur Seite und wir schauen uns an. Was wollen dir die Zeichen sagen? Was ist gerade wichtig für dich? Da haben wir schon mal den Hund und den Anker und am unteren Deck der Berg und weitere Karten, der Fuchs. Die Blumen, die Orcas, die Kreuze, die Sense, die Meerjungfrau und der Mann und am unteren Deck die Vögel. Also hier nehme ich unterschiedliche Sachen wahr. Das erste, was mir kommt, ist einmal, ich überlege gerade, in welche Richtung das geht. Also wir haben ja einmal den Job und den Kollegen, den ich hier sehe. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ist es ein Jobthema für den einen oder anderen, wo es darum geht, sich unterstützen zu lassen oder aber du bist irgendwie skeptisch. Irgendwas siehst du, glaube ich, auch nicht richtig. Und mit den Kreuzen habe ich auch das Gefühl, das ist, also habe ich nicht das Gefühl, es ist offensichtlich, es liegt auf deiner Lernaufgabe. Ist es hier irgendwie was Karmisches? Und ich habe das Gefühl, irgendwie in deinem Job, ist es wichtig, eine andere Perspektive einzunehmen oder dich vielleicht mal mit jemandem auszutauschen. Oder vielleicht geht es auch darum, irgendwie einen Job auszuüben, wo du, wo deine Hilfe gefragt ist, also irgendetwas Soziales oder wo du Menschen mit unterstützen möchtest. Jeder ist natürlich in einer anderen Situation. Also wenn das dein Wunsch ist, ist das auf jeden Fall hier möglich. Und ich glaube, die Zeichen wollen dich auch darauf hinweisen. Aber ich sehe auch mit dem
mit dem Fuchs und mit dem Berg, dass du nicht genau weißt, wie du das jetzt machen sollst oder was der nächste Schritt ist oder ob das wirklich was für dich ist. Also ich habe hier sehr viel Zweifel und Unklarheit, weil du, glaube ich, nicht weißt, was ist denn der nächste richtige Schritt. Und ich glaube, einmal ist es wichtig, an deiner Unsicherheit zu arbeiten, dir im Klaren darüber zu sein, was du zu bieten hast, was deine Stärken sind und dich nicht selbst zu sehr auf deine Schwächen zu konzentrieren. Ich habe das Gefühl, das machst du eher, als dir anzugucken, was du alles schon geleistet hast, wo du schon, und ja, das passt auch ganz gut zu den Bären dahinter. Was für mich auch so das Bild ist, du weißt gar nicht, was du eigentlich für eine Stärke in dir trägst, weil du dich zu sehr darauf konzentrierst, was du alles nicht hast. Und dich von deinen eigenen Gedanken erstmal nicht so stressen zu lassen. Und wenn das deine Bestimmung ist, in diesem Bereich zu arbeiten, wirst du eh früher oder später dahin kommen. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass du nicht in diesem Bereich arbeiten möchtest, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es irgendwo wichtig ist, vielleicht auch so ein Business Coach oder irgendwie ja, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, weil der dir nämlich hilft, hier diese Gedankenblockade irgendwie zu lösen und hier an dieser Unsicherheit zu arbeiten, damit du hier ins Handeln kommst, damit du die Kraft hast, weiterzugehen. Weil ich habe das Gefühl, gerade bist du einfach zu skeptisch, zu unsicher, weißt gar nicht genau, was deine Stärken sind. Wie gesagt, bist du fokussiert auf deine Schwächen und dadurch bremst du dich selbst enorm aus. Ja, hier geht es einmal darum, ums Alleine sein. Ja, all eins, dieses Alleine, aber man ist ja eigentlich nie alleine. Alles ist eins, Energie ist überall und wir sind jederzeit mit allem verbunden. Ja, und hier ist es auch wichtig, diese Ruhe auch für dich zu genießen. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, dass du irgendwie zu isoliert bist oder ja, fühlst dich vielleicht einsam und dann geht es darum, wirklich diese Zeit auch zu nutzen, um Klarheit zu finden, um diese innere Ruhe in dir zu stärken. Und das passt ja auch mit den Kreuzen, was ja auch eine, je nachdem, in welche Richtung du dich wiederfindest, religiös bist oder spirituell, irgendwie diesen Zugang zu einer höheren Energie einfach zu stärken. Und deswegen wirst du vielleicht auch gerade ausgebremst, damit du dir die Zeit nimmst, mit dir zu sein. Weil in diesen Momenten bekommst du sehr viele Eingebungen, bekommst du viele Impulse. Und wenn du in dem Trubel draußen wärst, die ganze Zeit irgendwie umgeben von anderen Menschen, wärst du nicht in der Lage, diese Impulse zu empfangen. Deshalb genieße diesen Rückzug, wenn du da gerade bist und vertraue darauf, dass sich das irgendwann wieder ändert. Aber aktuell scheint das wichtig für dich zu sein. Interessant. Hier geht es schon wieder um die Verbundenheit. Und ich glaube, es geht wirklich darum, ja, man kann ja einsam sein, aber alleine sein heißt ja nicht direkt einsam sein. Und das ist irgendwie so ein bisschen diese Perspektive. Dann haben wir hier noch die Neuanfänge mit dem Mondmädchen. Ich bin zuversichtlich und präsent. Das ist die Nummer 25 von den Bachblüten, die rote Kastanie. Ja, zuversichtlich bleiben. Ja, vielleicht wünschst du dir auch irgendwo diesen Neubeginn, vielleicht im Beruf. Ja, sei zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, eben, ich nehme hier die ganze Zeit sehr viel feinstoffliche Energie wahr, die dich gerade unterstützt. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich so ein bisschen zurückziehst, damit du überhaupt in der Lage bist, das zu empfangen und das zu, ja, auch bestimmte Sachen zu integrieren. Sirius, Energie, Harmonie und Balance. Ja, ich glaube, das in dieser Phase bist du gerade. Du empfängst in diesem Rückzug, in dieser Stille, diese Energie, die dich auf einen Neubeginn vorbereitet. Deswegen wirst du automatisch, was heißt automatisch, deswegen wirst du gerade irgendwo ausgebremst. Und hier haben wir passenderweise auch die Yin-Energie, also auch hier eben im Rückzug reinzuspüren, was nimmst du wahr? Und das ist ja auch irgendwie eine schöne
Kombination, die Meerjungfrau ist hier noch in dieser Rückzugsenergie und dann, wenn das abgeschlossen ist, wirst du das ganz genau merken und dann hast du auch diesen Rückenwind und diesen Push, da kommst du automatisch in diese Yang-Energie dann auch wieder, wo du ganz genau weißt, was jetzt der nächste richtige Schritt ist, was jetzt zu tun ist. Aber versuch das nicht zu beschleunigen oder auch nicht zu kontrollieren. Also da kommt so ein bisschen die Energien auch vom ersten Stapel durch. Ja, aber für mich ist das hier schon eher so ein bisschen auf den Job bezogen. Dann haben wir hier noch den Biber, schaffe eine solide Basis. Ja, es passt auch, bevor dieser Neuanfang startet. Und das ist für mich gerade auch wieder dieses feinstoffliche Thema. Bist du gerade dazu gezwungen, in den Rückzug zu gehen, weil du bestimmte, was weiß ich, Downloads bekommst, neue Erkenntnisse bekommst, dein feinstofflicher Körper ein Upgrade bekommt oder was auch immer. Und deswegen ist es in dieser Zeit nicht sinnvoll, irgendwas zu erzwingen, sondern diesem Prozess auch seine Zeit zu geben und eben darauf zu vertrauen, dass, wenn es wieder an der Zeit ist, aktiv zu werden, dass du das ganz, ganz klar spüren wirst. Dann hast du keine Zweifel, du siehst den Weg nicht vernebelt, der Weg ist dann klar. Dann haben wir das Treibholz, go with the flow, genau die gleiche Energie. Vertrau darauf, wo das Universum dich hinbringen möchte. Dann haben wir hier noch die Schatzkarte. Du bist fast da, verliere jetzt nicht den Fokus. Ja, ist auch eine schöne Energie hier mit der Schatzkarte, dem Treibholz und dem Anker und dem, ja, Mondmädchen. Und ich finde, es ist gerade auch so ein schönes Bild. Es sieht so aus, als ob sie ertrinkt. Und vielleicht fühlst du dich gerade so, als ob alles irgendwie keinen Sinn mehr hat und du irgendwie deine Kräfte verlierst und irgendwie dich, ja, im Stich gelassen fühlst, dich alleine fühlst. Aber das bist du nicht. Ich habe das Gefühl, ja, hier diese Energie kommt so ganz stark durch, dass im Hintergrund energetisch gerade super viel passiert, dir eben diese Basis schafft, die du brauchst, um dann hier kraftvoll wieder vorauszugehen. Aber aktuell ist es, glaube ich, nicht möglich oder soll auch einfach nicht so sein, weil das gerade nicht an der Zeit ist. Ja, da haben wir auch die Klarheit. Schon wieder das Thema Gier und die Dankbarkeit. Okay, also direkte und klare Kommunikation, Überblick und Weitsicht. Ja, was ich hier schon die ganze Zeit wahrnehme und das ist es halt. In dem Moment, wo du weißt, wann der nächste Schritt zu tun ist, dann wirst du das auch klar spüren und klar sehen und lass dich dann nicht aus der Ruhe bringen, wenn dein Geist dir jetzt irgendwie sagt, du musst etwas schaffen. Das passt jetzt auch ein bisschen zu der Gier, maßloses Verlangen, Begehren, Unwille zu teilen, Leere, Muster kennen und heilen. Das ist vielleicht so eine unbewusste Angst, dass man jetzt was. Dass man etwas verpasst, dass man zu spät kommt, dass man nicht mehr erfolgreich wird, dass man irgendwie den, ja, Absprung nicht schafft. Irgendwie sowas. Das ist so eine unbewusste Energie, die dich dazu verleitet, loszugehen, obwohl du noch gar nicht weißt, was du tun sollst. Aber aus dieser Angst heraus, zu spät zu kommen, doch nicht erfolgreich zu sein oder was weiß ich, versuchst du irgendwas zu machen, was aber nicht fruchten kann. Also es wird nicht aufgehen, weil jetzt gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich finde es interessant, ich hatte die Karte, glaube ich, nie, aber jetzt im April hat die sich so oft gezeigt. Und ich habe letztens ein Interview mit Birgit Fischer gesehen. Und sie meinte, dass der April energetisch für das Thema Gier steht. Das fand ich sehr interessant. Und ja, da werden wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise mit konfrontiert. Wo lassen wir uns eben aus diesem Ego, dass wir irgendwo zu spät sind, nicht weit genug sind, nicht erfolgreich genug sind, nicht zu. Was weiß ich, da hat ja jeder andere Ziele, andere Vorstellungen, sich davon nicht blenden zu lassen und da in der Ruhe zu bleiben und zu sagen, okay, wenn ich jetzt gerade nicht ganz genau weiß, was ich tun soll, nicht in dieser Klarheit bin, dann gibt es vielleicht auch gerade nichts zu tun. Dann geht es darum, in den Rückzug zu gehen, an der Basis weiterzuarbeiten, das, was du hast, das, was funktioniert, das, dich darauf weiterhin zu konzentrieren, aber nichts Neues gerade zu erzwingen. Aus einer Unsicherheit heraus. Weil damit machst du dir eher die Dinge kaputt, als dass es dich weiterbringt. Das wird dich eher wieder einen Schritt zurückbringen. Dann haben wir hier noch die Dankbarkeit. Genießen, wertschätzen, sich erfreuen, Erfüllung durch große und kleine Freuden. Ja.
Und eben, das ist die Energie, die dich jetzt weiterbringt, mit dem gerade zufrieden zu sein, was du hast, da, wo du gerade bist, was du bereits erreicht hast und darin, ja, auch diese Genügsamkeit irgendwie zu haben und nicht immer mehr, immer weiter. Und ist ja schon stressig, wenn man darüber redet. Also einfach im Hier und Jetzt einfach mal dankbar dafür zu sein, was auch alles mal gut läuft. Und dadurch öffnet sich auch ein Raum, wo du dann eben nicht aus dem Mangel, sondern aus einer ganz anderen Energie schöpfen kannst. Genau, das meinte ich gerade. Die Schwingung, das sind natürlich komplett unterschiedliche Schwingungen. Gier schwingt tief, stammt aus der Angst, Kontrolle. Und Dankbarkeit ist, ja, alles ist gut, wie es ist. Ich bin da, wo ich sein soll. Ich vertraue darauf, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Hinweise bekomme. In der Klarheit bin, wenn die Dinge gerade nicht klar sind, dann muss ich das auch nicht erzwingen. Dann muss ich auch nicht irgendwie mich selbst stressen und kann die Dinge einfach mal so annehmen und darauf vertrauen, zum richtigen Zeitpunkt habe ich wieder die Klarheit und dann gehe ich den nächsten Schritt, aber aktuell ist es vielleicht gar nicht wichtig. Passend. Die Gerbera sagt, es darf leicht sein, macht dir das Leben nicht so schwer, Perfektionismus und Starrsinn. Wie passend. Ja, wer sagt dir, dass du schon weiter sein müsstest, als du bist? Wer sagt dir, dass das, was du hast, wer du bist, was weiß ich, nicht gut genug ist? Ich glaube, es passiert alles nur oder entsteht nur aus deinem Verstand, aus deinem, ja, unbewusst, aus dem Ego, aus irgendwelchen Ängsten, weil in deinem Umfeld die Menschen vielleicht anders leben und du da vielleicht das Gefühl hast, du kommst nicht nach. Ich weiß es nicht, es ist bei jedem unterschiedlich. Aber da wirklich im Vertrauen zu sein, du bist da, wo du gerade sein musst. Es gibt gerade keinen anderen Ort, wo du sein darfst. Du hast alles, was du gerade benötigst. Und im Vertrauen, in der Dankbarkeit darfst du auch ja, sicher sein, darfst du zum richtigen Zeitpunkt auch wieder, ja, dass sich die Handbremse quasi löst und dann geht es auch wieder vorwärts. Dann lichten sich hier die Wolken, du siehst wieder klar und dann hast du auch diese innere Stärke und weißt, was zu tun ist. Aber eben in dieser Stressenergie, in der unklaren Energie, dann was erzwingen zu wollen, das kann meistens nur nach hinten losgehen. Geschossen. Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer. Ich habe meine Mitte gefunden und die anderen Dinge werden, darauf vertraue ich, drumherum wachsen. Ich finde, das waren schöne Abschlussworte. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich denke, die Botschaft war mehr als eindeutig. Ich hoffe, sie hat dir bisschen geholfen, in deiner Ruhe zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben und dass alles gut ist, wie es ist. Ich freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben, sag Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.